Ich begrüße Sie sehr herzlich heute im Namen der Guardini-Stiftung zu unserem Projekt Brücken statt Brüche. Das ist also ein Veranstaltungsformat, das wir 2 Jahre lang machen und wo wir uns mit Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Gefördert werden wir da von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Und wir haben schon einige Panels hinter uns. Wir haben schon über das Wohnen nachgedacht. Wir haben schon über die Kultur nachgedacht. Und heute wollen wir über die Arbeit nachdenken, weil wir also der Meinung sind, dass wir vor einer ungeheuren Transformation stehen. Es kommen große Herausforderungen auf uns zu, das wissen wir ja. Von Klima ist die Rede, aber eben auch durch Pandemien und andere Verwerfungen müssen wir uns teilweise neu erfinden. Und wir wollen heute Abend so ein paar Schlaglichter und Wegmarken finden, an denen wir uns orientieren können. Also weniger Vergangenheitsanalyse als auch Perspektiven entwickeln, Erfahrungen einbringen und schauen, ob wir da irgend so ein kleines Pattern finden, das auch noch für einen Systemtheoretiker interessant sind, wie Sie es sind. Also ich stelle Sie kurz vor, Herr Professor Becker, Sie sind ein deutscher Soziologe, der uns als, ich bin ja auch Soziologe, natürlich bekannt ist. Sie gelten als Systemtheoretiker, haben einen Lehrstuhl für Kulturtheorie und Management an der Universität Wittenherdecke inne und Sie arbeiten auch an einem ziemlich spannenden Projekt, wo es offenbar um die Digitalisierung und die Fragen sozusagen der Umgestaltung von Arbeit im digitalen Zeitalter angeht. Da werden Sie uns auch gleich ein Impulsreferat vorstellen. Ich möchte dazu sagen, Klaus Dörre, ein anderer großer Arbeitssoziologe, hat leider aus gesundheitlichen Gründen absagen müssen. Er liegt in Jena im Krankenhaus, hätte sich gerne noch beteiligt, kann es aber nicht. Sondern zusätzlich haben wir jetzt Felix Trunk gewonnen. Felix Trunk ist ein junger Produktdesigner, der für mich der Prototyp ist von Arbeit 2021. Also er ist in München geboren, hat in London seine Schulausbildung gemacht, hat dort Art Design studiert, hat für verschiedene Londoner Designer als Kreativer gearbeitet, hat sich dann, weil der Regen zu groß war in London, von einer Pariser Firma für 7 Jahre nach Dubai verpflichten lassen, war dann in Dubai, hat in verschiedenen Arbeitsformen gelebt, also sowohl als Unternehmer als auch in Kooperationen, in kleinen Teams und auch als Angestellter und ist jetzt in Berlin und wir wissen nicht, wie lange er dort ist, weil er dann weiterzieht. Und wir werden nachher mit ihm auch über die seine Erfahrungen sprechen, wie er sozusagen als junge Generation diesen Arbeitsbegriff vielleicht heute empirisch ganz anders sieht als wir, die wir von der Theorie kommen, das oft so meinen zu erleben. Aber Herr Becker, ich würde Ihnen gerne das Wort überlassen. Sie haben ja sich Gott sei Dank angeboten, so einen kleinen Vortrag zu halten, wo Sie auch das Projekt von Wittenherdecke vorstellen, damit wir so mal ein bisschen eine Grundlage haben, auf die wir dann argumentieren können, ne? Ja, sehr gerne. Also, wie gesagt, ein Streiflicht zu einem Projekt, das wir in Wittenherdecke verfolgen. Da geht es um Digitalisierungsvorhaben in Klein- und Mittelunternehmen. Eine spannende Szene, um das mal vorwegzuschicken, weil Klein- und Mittelunternehmen Unternehmen sind, in denen die Werker und die Manager und die Geschäftsführung in einem engen Kontakt miteinander an den jeweiligen Vorhaben arbeiten. Von daher der Reflexionsgrad, die Kommunikationsintensität ziemlich groß ist, trotzdem unterschiedliche Blickwinkel natürlich vorherrschen und man irgendwie sehr viel mitbekommt als Soziologe, wie sich diese Hoffnungen Industrie 4.0 auf Automatisierung und vor allem Autonomisierung von der Betriebe tatsächlich auf dem Shopfloor darstellen. Ich muss gleich dazu sagen, es ist mittlerweile nicht mehr ein Projekt eines Lehrstuhls, sondern das Projekt einer Seniorprofessur, weil ich mit dem Lehrstuhl in den Ruhestand getreten bin. Aber das nur der Korrektheit halber. Ich will mich auf ganz wenige Punkte konzentrieren, nämlich erstens ganz, ganz kurz einen Begriff der Arbeit schildern, damit Herr Trunk anschließend mit seinen Eindrücken dazu einsteigen kann.
von denen ich auch ausgehen würde, dass es möglicherweise mittlerweile tatsächlich andere sind, als die Industrie- und Betriebs- und Arbeitssoziologie sie mitbringt. Dann würde ich was zur Agilität sagen. Das ist ein großes Thema in der Organisationsforschung, Organisationstheorie seit mittlerweile 10, 15 Jahren. Ein Thema, das größtenteils schon ruiniert ist, weil viele Konzerne sich auf agiles Management eingelassen haben, für die das gar nicht gedacht ist. Und von daher, dass eine Vokabel ist, die schon fast verbrannt ist. Was ich sehr bedauere, weil hinter dem Konzept der Agilität etwas sehr Revolutionäres steckt. Das muss ich kurz erwähnen, weil ich sonst nicht zu dem entscheidenden Schritt kommen möchte, nämlich etwas über den Impact, die Bedeutung der Digitalisierung in Unternehmen aller Art, aber auch jenseits von Unternehmen in Behörden natürlich, sagen zu können. Und da wir ja insgesamt im Kontext der Nachhaltigkeit unterwegs sind, schließe ich auch eine Abschlussbemerkung zur Nachhaltigkeit dieser Digitalisierung an. Okay, was heißt Arbeit? Ich habe hier mal mit einer mathematischen Notation gearbeitet, die ich in vielen Zusammenhängen verwende und immer wieder mit großem Spaß verwende. Ich sage immer, spaßeshalber, ich nehme nur Einladungen zu Vorträgen an, wenn ich dieses Cross von Spencer Brown zeigen darf. Also man sieht hier eine Gleichung. Arbeit ist gleich. Und man sieht dann rechts ein paar Begriffe, Produkt, Technik, Organisation, Gesellschaft und ein kleines N. Und jeder dieser Begriffe oder man kann auch sagen Variablen steht unter einem Cross, einem Haken. Dieser Haken bedeutet, dieser Begriff wird unterschieden und zwar von Beobachtern unterschieden. Wir reden also hier von der Praxis der Arbeit in Betrieben, vom Handwerk bis zum Konzern. Und wir reden davon, dass Arbeit nur dann Arbeit ist, wenn sie etwas mit einem Produkt zu tun hat, wenn sie irgendeine Technik verwendet. Und jetzt wird es ein bisschen spannender, wenn sie in einem organisierten Zusammenhang, also einem arbeitsteiligen Zusammenhang, in verschiedene Schritte zerlegt werden kann, die aufeinander bezogen sind. Das ist deswegen erwähnenswert, weil vielfach auch von der Betriebswirtschaftslehre, auch von vielen Betrieben, die Organisation irgendwie für so eine mehr oder minder selbstverständliche Angelegenheit gehalten wird, so ein Mittel zum Zweck. Und wir als Industriesoziologen und erst recht all diejenigen, die gegenwärtig an agilen Management-Methoden arbeiten, wissen, dass Organisation eine ganz entscheidende Variable ist, ohne die Arbeit überhaupt nicht das wäre, was sie ist. Also die Art und Weise, Arbeitsschritte aufeinander zu beziehen, auseinanderzunehmen, in Hierarchien zu ordnen, in Abteilungen zu ordnen, wiederum auch Produkte zu beziehen, mit Kunden in Kontakt zu bringen und so weiter und so fort. All das ist ja Sache eben nicht des Produkts alleine und auch nicht der Technik, sondern erst der Organisation. Und da alle Arbeit in der Gesellschaft stattfindet und von daher mit einem bestimmten Ethos verbunden ist, mit bestimmten rechtlichen Regulierungen verbunden ist, natürlich auch mit einer politischen Auseinandersetzung zwischen Arbeit und Kapital verbunden ist, ist auch der Faktor Gesellschaft hier wichtig, unter dem alles Mögliche verstanden werden kann, vom technologischen Fortschritt bis zum rechtlichen Rahmen und auch zu all dem, was gegenwärtig ja viele beschäftigt, nämlich ein Wertewandel, der dazu zwingt, in Anführungsstrichen mit einzelnen Arbeitskräften ganz anders, nämlich wesentlich kommunikativer umzugehen, als das früher mal angeblich der Fall gewesen ist. Die Spencer-Brownsche Notation bietet die Möglichkeit, eine solche Mehrvariablen-Gleichung zu bauen und dann zu sagen, das sind einzelne Variablen, die in einem gemeinsamen Interdependenzzusammenhang stehen. Dieser gemeinsame Interdependenzzusammenhang lebt von Unterscheidung, eben davon, dass Technik nicht gleich Organisation, Produkt nicht gleich Technik und Organisation nicht gleich Gesellschaft ist. Also jedes Mal haut, wenn man so will, eine Unterscheidung in die Arbeitsprozesse hinein, die berücksichtigt werden muss. Die Form ist geschlossen mit einem sogenannten Wiedereintritt, einem Reentry, und wird durch das N, nämlich durch die Möglichkeit, weitere Variablen, die für irgendwelche Beobachter interessant sind, zum Beispiel Gottesvertrauen oder
wirtschaftliches Wachstum oder gesellschaftlicher Fortschritt oder neue Sozialbewegungen, die bestimmte Gewohnheiten, Konventionen in den Betrieben, in den Behörden durcheinander bringen, dann variiert. Also wichtig ist zunächst mal, Arbeit ist eben nicht nur das, was vielfach gesagt wird, nämlich entweder Lust oder Last oder beides zugleich, Lust und Last. Eine schöne Definition, wie ich finde, aber völlig unzureichend für eine soziologische Analyse, sondern Arbeit ist als Behördenarbeit, als Fabrikarbeit, als wissenschaftliche Arbeit, aber auch als das, was studentische Arbeit zu Hause am Schreibtisch ist, eben immer darauf angewiesen, ein Produkt zu produzieren, eine gewisse Technik dafür zu verwenden, in einem organisierten Zusammenhang stattzufinden und von einer mehr oder minder selbstverständlich mitlaufenden gesellschaftlichen Selbstverständnis zu leben. Spannender für uns ist das Thema Agilität. Da kann man unglaublich viel zu sagen. Ich bin fast sicher, lieber Herr Trunk, dass Sie dazu einiges sagen können, wahrscheinlich auch Skeptisches sagen können. Eben so lange, wie die Vokabel bereits unterwegs ist. Ich will nur hier an einen uralten Aufsatz erinnern von Herbert Simon. Herbert Simon ist einer der wichtigsten Anreger der Organisationstheorie im vergangenen Jahrhundert überhaupt. Er arbeitete seit 1945 an Theorien der Verwaltung und hat schon 1962 einen Aufsatz geschrieben mit dem schönen Titel »Die Architektur der Komplexität«. Und hat da eine ganz harmlos scheinende, aber meines Erachtens wirklich fundamentale und vielleicht sogar revolutionäre Überlegung angestellt, von der die Agilitätsmanagement-Philosophen heutzutage nichts wissen. Das ist ja wie so oft in bestimmten Wissenschaften, dass man Dinge neu erfindet, ohne zu lesen und ohne festzustellen, dass sie bereits erfunden worden sind. Das macht aber nichts. Er hat nämlich gesagt, die meisten Organisationen, fast alle Organisationen, die man kennt in den 60er Jahren, da hatte sich seit den 30er Jahren schon sehr, sehr viel getan, können wir gerne in Diskussionen darauf zurückkommen, sind hierarchische Organisationen. Das heißt, sie sind in einer Rangordnung geordnet, die einen oben, unten und zwar meistens in mehreren Ebenen kennt. Ja, man weiß ja, dass Hierarchien dann stabil sind, wenn sie mindestens drei Ebenen haben, damit die mittlere Ebene dafür sorgt, dass die untere unten bleibt und die obere oben bleibt. Bei zwei Ebenen, das erleben wir gerade wieder im Karneval, kippt das zu leicht ins Gegenteil. Die dritte, die mittlere Ebene, hält die ganze Hierarchie sozusagen in der Struktur fest. Aber das Wesentliche jetzt für uns ist, es gibt eine Rangordnung, in der das Oben das Unten bestimmt. Und Herbert Simon hat schlicht und ergreifend gefragt, in einer Bewegung, in der Denkbewegung, die mich immer wieder frappiert, weil so einfache Fragen so unglaublich viel auslösen können, hat schlicht und ergreifend gefragt, ob es eigentlich nur Oben-Unten-Rangordnungen gibt oder geben muss. Ob man nicht auch Innen-Außen-Rangordnungen sich vorstellen kann, und zwar in beiden Richtungen, nämlich das Innen dominiert das Außen. Also beispielsweise das typische deutsche Technologieverständnis besteht ja darin, dass man in der Lage ist, den optimalen Kühlschrank zu bauen und dann der Hausfrau seiner Zeit, 50er, 60er Jahre, zu sagen, dass sie diesen optimalen Kühlschrank zu kaufen hat und schon ist das Geschäft gelaufen und die Hausfrau muss mit diesem Kühlschrank zurande kommen. Da dominiert das Innen das Außen. Mit den agilen Managementphilosophien von heutzutage dreht man das um und sagt, naja, lass uns doch mal den anderen Weg versuchen und das Außen, das Innen dominieren zu lassen. Das kommt dann in Formulierungen wie ohne den Auftrag eines Kunden darf nichts stattfinden. Kundenorientierung ist das A und O all dessen, was in dem Betrieb passieren darf und so weiter und so fort zum Ausdruck. Man kann das auch Heterarchie nennen, im Gegensatz zur Hierarchie. Das spielt aber für uns jetzt keine Rolle. Wichtig daran ist Folgendes. So ähnlich wie man in der Hierarchie die Bestimmung des Untens durch das Oben übertrieben hat und lange Zeit nicht gesehen hat, dass das Unten selbstverständlich in der Lage ist, dem Oben zu sagen, wovon es sich dominieren lässt. Ja, Niklas Luhmann hat das sehr schön die Unterwachung im Unterschied zur Überwachung genannt. Also Mitarbeiter sind dann in der Lage, den Informationsfluss in einem Betrieb so zu steuern, dass das Management gar nicht nur noch bestimmte Möglichkeiten hat, Anweisungen zu geben, weil andere Informationen
gar nicht in dem Management und in der Geschäftsführung ankommen. Also der Informationsfluss geht sowohl von unten nach oben wie auch von oben nach unten. Und das ist jetzt für die Innen-Außendifferenz wichtig. Viel wichtiger als die Frage, wer bestimmt eigentlich das Ganze, ist die Frage, wie stimmen sich denn nun die Abteilung in einem Unternehmen oder das Unternehmen insgesamt mit einem Markt, mit dem Kunden auf dem Markt ab? Und da ist eben ein Begriff sehr wichtig geworden, der Begriff des Prozesses, in dem eine dauernde Abstimmung über Rückkopplungen, die eng getaktet, hochgradig formalisiert, je nachdem, auf welche Agilitätsphilosophie man zurückgreift, passieren können. Agilität heißt also, der Betrieb wird mehr und mehr sowohl im Binnenverhältnis wie auch im Außenverhältnis auf eine Rückkopplungsstruktur umgelegt, die eine horizontale Bedeutung hat, die einen Netzwerkcharakter hat und nicht mehr diesen Silo-Charakter von einst. Ich halte das deswegen für, nicht nur deswegen für spannend, weil da so ein einfacher theoretischer Grundgedanke dahinter steckt, sondern auch deswegen, weil man dann sagen kann, jetzt wird es soziologisch, dass damit eine Ordnungsfigur, nämlich die Ordnungsfigur der Hierarchie, die ja immerhin so 7000 Jahre alt ist, wenn nicht noch älter, ersetzt wird durch eine neue Ordnungsfigur und man sich sofort fragen muss, wie kann denn das sein? Wie kann denn eine heterarchische, eine horizontale, eine Netzwerkstruktur eine ähnliche Orientierungsleistung erbringen wie die guten alten Hierarchien, mit denen wir uns ja alle so wunderbar auskennen, wo wir auch wissen, was wir zu kritisieren haben und wie eine Rebellion funktioniert und wie Druck ausgeübt werden kann, wie Herrschaft eingerichtet werden kann und so weiter und so fort. Na, man muss sich fragen, ist mit der Hierarchie nicht so viel an gesellschaftlichen Leistungen der Erbringung von Ordnung, des Umgangs mit Unordnung verbunden, dass eine Heterarchie das gar nicht ersetzen kann? Und dann kommt, und das ist jetzt der springende Punkt für das, was wir in Witten machen, aber auch das, was ich heute Abend erzählen möchte, kommen die elektronischen Medien ins Spiel. Je besser elektronische Medien, digitale Apparate, Softwarepakete und so weiter in der Lage sind, in diesen Netzwerkzusammenhängen eine funktionierende Informations- und Kommunikationstechnologie zu liefern, desto mehr kann man auf die Ordnungsfigur der Hierarchie verzichten. Das heißt, die These ist, diese Informations- und Kommunikationstechnologien, mit denen wir es heute zu tun haben, ersetzen in ihrer Ordnungsleistung, in ihrer Orientierungsleistung, sozusagen in der Möglichkeit, die Selbstverständlichkeit der Arbeitsabläufe zu unterstreichen, die alte Funktion der Hierarchie. Und wenn das stimmt, wäre das, und ich weiß nicht, ob es stimmt, ich kann es nur vermuten, dann wäre das eine gewaltige Geschichte, die in der Tat für einen revolutionären Sprung in den Organisationsphilosophien der Gesellschaft spricht. Wie sieht das jetzt aus? Natürlich ist der Betrieb, wird der Betrieb nicht einfach nicht hierarchisch. Die Hierarchie, wie wir alle wissen, bleibt erhalten, aus vielen Gründen, nicht zuletzt um Karrieren zu ermöglichen. Manche Leute brauchen das ja. Aber auch um Kapitalressourcen, Personalressourcen steuern zu können, Holdingstrukturen aufzubauen und so weiter und so fort. Aber auch deswegen, weil sobald 3 oder 4 oder 5 Leute zusammenarbeiten, sich eine informelle Hackordnung herausstellt und der eine mehr kann als der andere, die eine eine größere Rolle spielt als die andere und man gar nicht ohne eine hierarchische Oben-Unten-Orientierung auskommt. So sind wir offenbar als Menschen gebaut. Aber ergänzend dazu gibt es eben die Netzwerkdimension. Und was ich hier mal versucht habe aufzumalen in diesen drei Achsen, die den Digitalisierungsprozess im Betrieb beschreibbar machen, ist eigentlich die Visualisierung einer uralten These, die wiederum von Marshall McLuhan aus dem berühmten Buch Understanding Media beziehungsweise die magischen Kanäle, so ist es seinerzeit ins Deutsche übersetzt worden, formuliert worden, Kapitel 33, das letzte des Buches. Da sagt er nämlich, wenn man sich das alles so anschaut, was mit Automatisierung einhergeht, dann kommen wir eigentlich eine Entwicklung sehr nahe, in der nicht mehr Arbeit der wesentliche Begriff ist, der das, was in Unternehmen, in Behörden, in Krankenhäusern, in Universitäten
in Armeen etc. Passiert, sondern Lernen der wesentliche Begriff wird. Das muss man sich vorstellen. Also Lernen auf derselben Ebene soll das beschreiben, was in den früheren Jahrhunderten Arbeit, vor allem in der Moderne, der Buchdruckgesellschaft, Arbeit beschrieben hat. Das fand ich erst, wie so oft bei Marshall McLuhan, eine literarisch witzige Pointe, über die man mal kurz nachdenken kann und dann vergisst man sie wieder. Aber je länger wir in diesem Forschungsprojekt mit unseren Partnerfirmen, muss ich vielleicht dazu sagen, dass wir da mit 5 Partnerfirmen arbeiten, also nicht nur zu Hause in der Uni am Schreibtisch sitzen. Je länger wir mit unseren Partnerfirmen arbeiten, desto mehr leuchtet mir das ein, dass wir es mit Lernprozessen zu tun haben. Und das soll diese 3 Achsen zeigen. Also die eine Achse zeigt nach wie vor die hierarchische Struktur des Betriebs zwischen Geschäftsführung, Abteilungsstrukturen und einzelnen Arbeitsplatz. Dann gibt es die Netzwerkachse, die den Betrieb mit Lieferanten und Kunden und Märkten verknüpft und für die man schon die elektronische Ebene des Austausches von Informationen mit allen möglichen Technologien, also vom Auftragsmanagement über das Wissensmanagement bis zu ganz simplen Kommunikationstools wiederfindet. Also bis hin zur E-Mail hätte ich fast gesagt. Das Ganze läuft auf Entscheidungsprozesse zu. Arbeit ist entscheiden über Produkte, über Techniken, über Organisation etc. Und bezieht sich auf eine dritte Achse, die ich die Lernachse nenne. Auf dieser Lernachse findet man, kann man meinen Cursor sehen? Ich hoffe ja. Auf dieser Lernachse befindet sich ein Bildschirm. Das ist dieser rote Strich, den man sieht. Und dieser Bildschirm ist ein Bildschirm für den Zugriff auf elektronische Medien oder von mir aus digitale Apparate. Die Terminologie ist dann auch ein bisschen unsicher in der ganzen Szene. Und ich übernehme hier einen wunderbaren, in meinen Augen wunderbaren Begriff von Frieda Nake, einem der frühen Pioniere der Informatik in Deutschland, der sagt, naja, jeder Bildschirm ist doch eigentlich ein Interface, eine Schnittstelle, die den Computer, den Rechner, die Maschinen auf der Unterfläche dieses Interfaces mit all dem, was den Menschen auszeichnet, auf der Oberfläche des Bildschirms verbindet. Und das Spannende ist, wenn man sich die Oberfläche eines Bildschirms anschaut, dann betrifft diese Oberfläche den menschlichen Körper, die Wahrnehmungsfähigkeit des Menschen. Der muss ja sehen, wo steht mein Bildschirm, von dem aus ich irgendwelche Arbeitsprozesse überwachen kann. Welche Informationen tauchen da auf? Welche Warnlichter muss ich im Auge behalten? Immer im Zusammenhang eines Betriebes, der ja viele andere Wahrnehmungseindrücke hat, nicht zuletzt von den Maschinen, von den Kollegen, von rumlaufenden Managerinnen und was weiß ich von wem. Also der Körper muss ein Verhältnis zur Oberfläche haben. Dann muss der Geist dieses Mitarbeiters, dieser Mitarbeiterin, das Bewusstsein dieser Mitarbeiterin, dieses Mitarbeiters, irgendwas verstehen von dem, was der Bildschirm ihr oder ihm zu sagen hat. Wahrnehmen ist eins, eine Aufmerksamkeitsstruktur ist eins, aber verstehen, was sagen mir denn diese Zahlen, was sagt mir denn dieses Warnlicht, in welcher Verbindung steht denn die ein oder andere Aktion, die ich auf einem Button auslösen kann mit den Maschinen, die dahinter stecken, ist was anderes als wahrnehmen. Und dann drittens eben Kommunikation. Wer gibt mir hier welche Anweisungen, welche Aufträge kommen von wem rein? Welche Möglichkeiten hat die Geschäftsführung, in meine Prozesse reinzuschauen und die Geschwindigkeit, die Zuverlässigkeit oder was auch immer, meine Arbeit auf meinem Arbeitsplatz zu beobachten, sage ich mal ganz vorsichtig. Die Gefahr ist natürlich immer zu überwachen und daraus Konsequenzen zu ziehen. Ja, sodass hier auf der Wahrnehmungsebene, auf der Verstehensebene, auf der Kommunikationsebene dauernd gelernt wird. Das muss nicht im Minutentakt geschehen, kann aber im Tages-, im Wochen-, im Jahrestakt geschehen. Dauernd gelernt wird, was alles mit solchen digitalen Apparaten möglich ist. Während von der anderen Seite die Maschinen, ausgestattet mit KI, ihrerseits lernen, wie sie mit dem Benutzer umgehen, wie sie mit sich selbst umgehen, welche Schadensmöglichkeiten auftreten und so weiter und so fort, sodass 2 Lernprozesse, das maschinelle Lernen, auch KI genannt fälschlicherweise, und das menschliche Lernen aufeinanderstoßen. Und eben jetzt, und das ist das spannende Thema für
das, was Arbeitsprozesse heutzutage ausmacht, mit Hierarchien abgestimmt werden müssen. Müssen ja alle wissen, was mit diesen Bildschirmen gesteuert werden kann, die da in den Betrieben herumstehen. Und mit dem Netzwerk abgestimmt werden muss, dass der Betrieb über seine Produkte mit Lieferanten und Kunden und Märkten verknüpft. Allerletzte Folie. Wenn ich mich jetzt frage, wie man das nachhaltig gestalten kann, dann ist die Antwort unendlich kompliziert beziehungsweise sehr, sehr einfach. Nämlich, man muss das tun, wovon eigentlich alle Informatiker, auch die Industrie 4.0-Leute, aber eben auch die eher optimistischen Temperamente unter den zeitgenössischen Beobachtern sprechen. Ich habe jetzt hier mal den Lovelock zitiert, James Lovelock, der ein Buch über das Novozän geschrieben hat, eine Ergänzung von Anthropozän. Novozän soll so viel heißen wie, wir haben mehr und mehr Rechner, die in einem planetarischen Zusammenhang mit Millionen von Sensoren im Grunde genommen Gesamtzustände des Planeten erfassen können, mit Künstlicher Intelligenz verknüpfen können, irgendwann mal, also in den nächsten 30, 40 Jahren oder so, und den Menschen darin unterstützen, wenn nicht sogar ersetzen können, den Planeten so kühl zu halten, dass er eine langfristige Überlebenschance hat. Denn wir Menschen schaffen das ja bekanntermaßen nicht. Für den einzelnen Betrieb heißt das, wie kann man an den verschiedenen Bildschirmen, an den verschiedenen Monitoren, die in diesen Betrieben herumstehen, Informationen einbauen, die tendenziell, man darf das nicht übertreiben, weil da stecken sozusagen so ein paar thermodynamische Probleme dahinter, aber tendenziell alles, was in dem Produktionsprozess des Betriebs passiert, unter dem Gesichtspunkt des Recyclings beobachten. Es darf keinen Abfall geben, weder von Wärme, noch von Material, noch von psychischen Energien, hätte ich fast gesagt. Eine der wichtigsten Anforderungen vielleicht für Nachhaltigkeit, mit Leuten so umzugehen, dass sie Lust haben, morgen wiederzukommen und auch übermorgen wiederzukommen. Und man muss so oft wie möglich in der Produktion von was auch immer auf Materialien zurückgreifen, die möglicherweise selbst einem Recyclingsprozess entstammen. Also keinen Abfall produzieren, und beim Input bei den Zuliefermaterialien möglichst viel von dem verwenden, was andernorts als Abfall produziert wird. Na, wenn man es schafft, man nennt das Kreislaufwirtschaft, aus all dem, was auf dieser Lernachse im Kontext der Hierarchie und im Kontext des Netzwerks passiert, einen recycelbaren Prozess zu machen, dann wäre die Nachhaltigkeit im wesentlichen Schritt weiter. Und ich glaube, dass diese Recycling-Idee, diese Kreislaufwirtschaft-Idee der entscheidende Schritt wäre, um in eine nachhaltige Form der Digitalisierung hineinzugehen. Der springende Punkt wäre mit dem Begriff von Lovelock, dass man dort mit Cyborgs, also mit kybernetischen Organismen arbeiten müsste, von denen wir noch himmelweit entfernt sind. Ich hätte fast gesagt, Gott sei Dank, aber Sparspiel, also von dem wir noch sehr, sehr weit entfernt sind, die aber immerhin eine Vision in die Welt setzen, die einerseits planetarisch wichtig und dringlich ist und andererseits so diese Qualität der lokalen Umsetzbarkeit hat, von der ich glaube, dass sie, also all die Leute, mit denen wir da in unseren Partnerfirmen zusammenarbeiten, wirklich die sogenannte einfachste Werkerin, die irgendwelche digitalen Laufkarten beobachtet, bis zur Geschäftsführung, die sich zum Beispiel fragen, wie bleiben wir attraktiv für Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die sich bei uns bewerben sollen, um unsere Prozesse zu unterstützen. Wir haben es oft mit diesen sogenannten Hidden Champions zu tun, die irgendwo in Ostwestfalen-Lippe sitzen und sich fragen, wie kann man denn die jungen Leute daran hindern, hätte fast gesagt, nach Münster auszuwandern. Oder nach Bielefeld oder so. Wir können die auch so auf den Dörfern bleiben, wo diese Firmen typischerweise sind. Und wenn man da nicht so ein Projekt wie das der Nachhaltigkeit, der Kreislaufwirtschaft im Modus der Arbeit mit elektronischen Medien, also mit dem, was die Leute gegenwärtig sowieso am meisten fasziniert, anbieten kann, dann wird man da wenig Chancen haben. Vielen Dank bis hierhin und erstmal keinen Schritt weiter.
Herzlichen Dank, Herr Becker. Das ist großartig, weil wir haben jetzt so einen Arbeitsbegriff, der uns zeigt, dass er eigentlich immer auch in einem Modus des Lernens steckt. Also man ist immer in gewisser Weise, man kann nicht von statischen Begriffen ausgehen. Und ich habe gerade gesehen, in der Ecke ist ja eine kleine Karikatur von Karl Marx. Und da ist mir wieder eingefallen, dass wir Soziologen der 70er und 80er Jahren Marx natürlich sozusagen immer noch im Arbeitsbegriff als die entfremdete Arbeit wahrgenommen haben. Ne? Also die entfremdete Arbeit war ja so etwas, dass wir sozusagen im Grunde ausgebeutet werden, weil wir keine Identität zur Arbeit entwickeln können. Das hat uns aber auf der anderen Seite auch leicht gemacht, als Intellektueller in einer Fischfabrik zu arbeiten, weil man dann abspalten konnte und sagen konnte, das, was ich hier mache, ist wirklich, ich trage nur die Haut zu Markte und nicht sozusagen auch noch die Seele und die Identität. Felix, du bist ja das, was man vielleicht, also wenn die Globalisierung, jetzt sage ich mal so ein bisschen ironisch, einen Kreativen entwickeln müsste, wäre ja genau du der das. Also du bist sozusagen, bei dir scheint also Kreativität und Arbeit sozusagen in eins zu gehen. Hat dir sozusagen der Arbeitsbegriff von Herrn Becker irgendwie was gesagt? Hat es mit dir zu tun oder würdest du sagen, ich nehme Arbeit ganz anders wahr? Nein, das hat auf jeden Fall sehr viele Parallelen auch zur kreativen Arbeit, die ich mir sowieso als etwas anders vorstelle. Ich denke erstmal in der Organisationsstruktur, auf jeden Fall gibt es hierarchische Prozesse, auf die wir uns verlassen müssen, das, was vorangeht. Und auf der anderen Seite, die Agilität ist natürlich auch da. In vielen Bereichen geht es auch dorthin, diese Mittelprozesse zu umgehen und direkt zu Kunden zu arbeiten und nicht durch andere Agencies durchzuarbeiten und daher auch mehr und mehr Prozesse selbst zu machen zu müssen, von Kundenakquise bis hin zur Buchhaltung. Und das ist natürlich ein ständiges Wachsen. Also auf jeden Fall war das bei mir so. Ich denke mir, es gibt auch diese Abspaltung, denke ich mir, von dem, was ich gehört habe, zu verschiedenen Arbeitsbereichen, zum Beispiel bei Softwareentwicklung und Open Source Development, wo es einfach keinen Boss gibt. Es gibt keinen Auftrag. Es gibt einfach eine Szene, wo es verschiedene Probleme gibt, die Leute eigenständig angehen. Und ich denke, das ist beim Freiberuflichen vielleicht auch mehr der Fall, selbst diesen Impuls und diesen Drive haben zu müssen, um selbst etwas anzugehen zu wollen. Da geht dann auch die Problemfindung selbst darüber ein. Und in Open Source Development ist es dann zum Beispiel einfach so, dass die beste Lösung sich durchsetzt, die gefunden wird. Und das ist dieses ganz Selbstzusammensetzende, denke ich mir, ist das richtige Wort, wo die Organisation im Endeffekt ist total selbstständig passiert. Aber das sind natürlich nur einige Bereiche der Arbeit und nicht alles kann so gelöst werden. Aber ich denke, das kommt mehr und mehr, dass Leute, denke ich, mehr selbstständig handeln. Ich meine, du bist natürlich auch von Kunden abhängig und musst natürlich auch bestimmte sozusagen Regeln und Gesetze einhalten. Wir haben ja damals immer so die Definition auch gelernt, zweckmäßige, bewusste Tätigkeit sei die Arbeit des Menschen, um eigentlich seine Existenzprobleme zu bewältigen oder auch seine in gewisser Weise eben seine materiellen Probleme aufzuheben. Du hattest im Vorgespräch mit mir gesagt, dass es für dich immer abstruser wird, wenn du siehst, welche Jobs eigentlich gibt, die so selbstreferenziell sind, dass sie eigentlich gar nicht mehr sozusagen irgendwie sinngezielt ist. Wenn du zum Beispiel mal die Geschichte erzählst mit diesem Spekulieren auf Tiefkühl-Orangensäfte, was du mir da zum Beispiel erzählt hast, ne? Ich denke, das war diese Abstrahierung der Arbeit mit zum Beispiel Crypto-Trading, wo so viele Leute gerade sind, und dann aber auch der Vergleich dazu, was eigentlich mit Day-Trading, also mit Tageshandel von Börsenkursen passiert, wo tiefgefrorener Orangensaft in 5 Jahren verkauft wird auf Minutenbasis oder Subsekundenbasis gehandelt wird. Und was es dann eigentlich für einen Sinn macht, aber wie viel Geld dazu
da aufkommt. Und das ist die, ich denke, diese Nachhaltigkeit sind auch Werte, die wir als Gesellschaft finden müssen und unterstützen müssen. Zum Beispiel die Unterstützung von Menschen, die sich um andere Menschen kümmern. Normale Jobs, wo Leute sich wirklich an der Existenzgrenze sind, obwohl sie Vollzeit arbeiten. Und das passiert mehr und mehr. Und diese abstrahierten Jobs, die eigentlich der Gesellschaft relativ wenig bringen, sind die super bezahlten Jobs. Das ist natürlich für mich ein komischer Punkt. Herr Becker, ja, das finde ich einen spannenden Gedanken, sich überhaupt mal anzuschauen, wie viel Agilität in vielen, auch sogenannten harmlosen Jobs schon drin ist. Ja, also wenn man sich diese sprichwörtlichen Pflegekräfte in den Krankenhäusern anschaut und sich also gar nicht auszudenken wagt, unter welchem Stress die stehen, dann ist doch der Gedanke eigentlich relativ einfach und vielleicht auch überzeugend, dass wenn die keine Kontakte mit ihren Patienten hätten, ne, wenn ich in der Horizontale was passieren würde, was irgendeine Verbesserung für die Patientin, den Patienten oder irgendeine erfreuliche Entwicklung, irgendeinen menschlichen Moment ausmacht, dann wäre das doch restlos unaushaltbar und in der Tat, Herr Oehler, eine vollkommen entfremdete Arbeit, die da passieren würde. Also, sind es nicht gerade die agilen Momente, die uns einigermaßen bei Laune halten? Das gilt ja auch für die Uni. Ja, ist meine, ja, ja. Mit meiner Hochschulorganisation ärgere ich mich natürlich herum, weil die ja nie genau das wollen, was ich will. Mhm. Aber mit meinen Studierenden oder mit meinen Kollegen, mit denen ich im wissenschaftlichen Austausch stehe, bin ich in einem agilen Zusammenhang, der mich sozusagen von Minute zu Minute zu motivieren vermag, im Gegensatz zu all dem, was irgendwie silomäßig passiert. Ich glaube, das ist auch ein sehr interessanter Punkt der menschlichen Glücklichkeit und dass dieser Konsumdrang ja eigentlich daher kommt, dass wir eigentlich unglücklich sind. Und das wird natürlich von Marketing ausgenutzt. Deswegen, wenn wir eigentlich weniger arbeiten würden oder in der Arbeit glücklicher wären, würden wir weniger konsumieren. Und das ist, glaube ich, auch ein großer Punkt dieser Nachhaltigkeitsdiskussion, dass Menschen, glückliche Menschen weniger brauchen, weil sie mehr Zusammenhalt haben in der Gesellschaft mit Freunden und vielleicht selber kochen, anstatt sich was von Lieferando bestellen zu müssen, weil sie ja doch so ausgenörgelt sind jeden Tag nach keine Ahnung wie viel Stunden. Und ich denke, das ist natürlich auch ein großer Punkt, wie glücklich sind die Menschen bei der Arbeit und wie können wir es verhelfen, dass sie glücklicher sind. Jetzt könnte ich polemisch argumentieren und könnte sagen, der Arbeiter, der gewerkschaftlich orientiert war im 19. Jahrhundert, der hat sozusagen ideologisiert, wie er war, ganz klar gesehen, dass er ja seine Haut zum Markte tragen muss und sozusagen die Produktionsmittel herstellt. Das hat ihn aber auch in gewisser Weise entlastet, weil er, glaube ich, keinen Anspruch hatte, dass Arbeit ihn erfüllt, ne? Sondern er hat einfach gewusst, okay, ich muss jetzt das machen und dann ernähre ich meine Familie und basta. Heute wird ja, glaube ich, sehr viel Empathie in den Arbeitsbegriff gelegt. Also man muss im Grunde irgendwie auch hat den Anspruch an sich selbst, dass es erfüllend sein muss zu arbeiten. Also dass vielleicht der eigene persönliche Selbstfindungsprozess sich dann eben nicht nur im Privaten widerspiegelt oder in Hobbys oder im Sport, sondern in der Gesamtheit der Existenz, also damit auch in der Arbeit. Wird damit dem Begriff Arbeit nicht zu viel zugemutet? Ne? Ja, aber einerseits würde ich dieses Bild der reinen ausgebeuteten Arbeitskraft für das 19. Jahrhundert nicht restlos bestätigen wollen. Wir haben ja immerhin sowas wie Arbeitskulturen, wir haben einen Arbeitsethos, wir haben den Spaß selbst des einfachsten Arbeiters daran, dem Vormann mal ein Beinchen zu stellen. Wir haben den Umgang unter den Kollegen. Da ist mehr Sinn unterwegs, als Marx sehen wollte. Marx und Engels waren ja außerordentlich abfällig gegenüber allen Leuten, die nicht intellektuelle Arbeit machten, haben sie als Knoten bezeichnet. Ich glaube, das ist nicht wirklich ein Soziologenblick, der sich soziologisch bewähren lässt. Ich will damit die Ausbeutung und die auf Dauer unmenschlichen Verhältnisse, die extreme Arbeitsplatzunsicherheit
auch im gesundheitlichen Sinne überhaupt nicht negieren, aber dass da kein Sinn stattgefunden hätte, der nicht bereits auch eine Erfüllung beinhaltet hätte, das würde ich bezweifeln wollen. Mhm. Deswegen, Herr Oehler, würde ich eher sagen, dass das, was wir im Moment als Sinnerfüllung beschreiben, deutlich übergriffig ist. Ja, wir haben ja Gott sei Dank auch so Begriffe wie Work-Life-Balance, wo den Leuten dann wiederum mitgeteilt wird, also sieh zu, dass du neben der Arbeit auch noch ein Leben hast. Da fragt man sich dann auch, okay, wie erfüllend muss die Arbeit sein, damit das Leben als Leben einen Unterschied zur Arbeit macht. Also eine Paradoxie ja eigentlich. Ne? Aber das, was in der Organisationstheorie mal so schön Indifferenzzone genannt wurde, also Barnard, 30er Jahre des letzten Jahrhunderts, sagte, in Betrieben darf eigentlich nur das stattfinden, was den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin indifferent lässt im Verhältnis zum Management. Das heißt, das, was keinen Unterschied macht. Ja, also was im Arbeitsvertrag steht, worauf man sich geeinigt hat, was die eigenen Kompetenzen betrifft, etc., das darf geschehen. Während das, was einen Unterschied machen würde, zum Beispiel, bleib doch 5 Stunden länger am Arbeitsplatz oder gehe nach Hause und mein Beispiel bei Studenten ist immer, bring deine Großmutter um. Ja, das würde in eine Differenzzone fallen. Das wäre unzumutbar. Und was heute passiert, ist eigentlich, dass die Arbeitsanforderungen sich allesamt in der Differenzzone stattfinden. Erstens verlangt man Kreativität. Zweitens verlangt man innovative Fähigkeiten. Drittens sagt man, du darfst gar nicht einschlafen, ohne nicht wiederum an Kreativität und Innovation zu denken. Und viertens erwartet man beim Aufwachen den ersten Gedanken an irgendetwas, was an diesem Arbeitsplatz passieren soll. Ne? Damit wird die Arbeitskraft insgesamt in die Differenzzone gerückt und sie hat gar keine Chance mehr, sich die Frage von Herrn Trunk nach ihrem Glück zu stellen, weil das Glück ist bereits voll und ganz erfüllt mit der Frage, erfülle ich die Anforderungen meines ach so kreativen Arbeitsplatzes oder erfülle ich die nicht? Ja, ich denke, da ist ein großes Problem. Ich denke, im Kreativen und diese Selbsterfüllung in einer Arbeit zu finden, schon problematisch, dass man oft das Leben etwas hängen lässt, weil man einfach auch Erfüllung in diesen Projekten findet. Ja. Auf der anderen Seite, jetzt mit der Digitalisierung, die ich mit Corona sehe, dieses Verschwimmen von Zuhause, Leben und Arbeitsplatz, so viel ich weiß, gibt es mehr Burnouts gerade im Moment mit dieser ganzen Homeoffice-Geschichte als je zuvor, weil Leute diesen Abschnitt nicht haben, das Büro zu verlassen. In Frankreich haben sie, glaube ich, letztes Jahr Gesetz erlassen, dass man keine Arbeits-E-Mails auf dem Handy haben kann. Genau, um diesen Überfluss nicht zu haben, dass das Leben, das Privatleben noch beschützt werden kann. Mhm. Auf der anderen Seite, was ich noch dazu sagen wollte, ist eigentlich dieses japanische Prinzip der japanischen Kultur, diese Würde und diesen Respekt zur Arbeit zu haben, was auch immer es sein will. Und dass es doch auch gesellschaftlich irgendwie diesen Druck gibt, nicht nur zur Selbstverwirklichung, aber auch diese respektablen Jobs zu haben. Und Leute in anderen Jobs diese Würde vor sich selbst gar nicht mehr haben und vielleicht auch von der Gesellschaft nicht bekommen. Ich meine, du bist ja jemand, der, sagen wir mal, ziemlich viele Erfolge hatte dadurch, dass er in Dubai oder so nicht nur Parfümflaschen designt hat, vielleicht für Luxusfirmen und Parfümerien, sondern auch ganze Läden ausgestattet. Du hast in diesem Segment also wirklich auch Preise gekriegt und so. Plötzlich kommt aber so eine Wendung bei dir, du bist jetzt ja 36 und du sagtest mir ja auch, also dich interessiert dann auch mal mehr für Charity-Bewegungen mal irgendwie die Homepage zu gestalten oder eben auch mal bei einer NGO irgendwas zu machen. Das heißt ja nicht, dass du jetzt auf Geld verzichtest, aber hattest du auch das Gefühl, dass bei dem guten Lauf, den du hattest, doch sowas fehlt wie Sinn oder in gewisser Weise doch irgendetwas, wo man sagen würde, da bin ich mal ein bisschen altruistischer, kann man das sagen? Und denkst an andere? Ich denke schon auch. Ich denke, das ist wieder diese Selbsterfüllung und das Näherkommen von eigenen Prinzipien und Arbeit. Ich denke doch, ich habe sehr viel für Luxusfirmen wie LVMH Group und so weiter gearbeitet, wo es kreativ vielleicht schon ansprechend ist.
aber man sich so denkt am Ende, was unterstütze ich denn da? Wohin geht es denn eigentlich? Und worum geht es? Und auf der anderen Seite etwas zu unterstützen, an das man schon selbst glaubt. Und vielleicht ein bisschen der Gage einem egal ist. Und ich denke, es kommt auch mehr, dass Leute das wollen. Und das ist aber auch wieder auf der anderen Seite diese gefährliche Nummer der Selbstverwirklichung, die ich davor angesprochen habe, dass man einfach zu viel arbeitet. Aber ich denke, der Sinn im Arbeiten ist schon wichtig. Und sobald man sich mehr und mehr leisten kann, mehr Sinn in der Arbeit zu finden. Es gibt ja Analysen, wo Leute ihren eigenen Konzern beschreiben. Und ich glaube, wenn ich mich nicht ganz täusche, dass damals zum Beispiel Google auch ziemlich gut wegkam. Wir nennen das ja immer so die Bällebad-Kultur. Also es gibt ja sozusagen Unternehmen, die Phasen der Entspannung in den Arbeitsalltag mit einbeziehen. Man kann Tischtennis spielen, wann man will. Man bietet denen Freizeit an. Es gibt sozusagen Möglichkeiten, mal kurz Tennis zu spielen und so. Ist es eigentlich etwas, was in Richtung Work-Life-Balance geht, oder ist es genau das, was vielleicht die Gefahr ist, dass man die Trennung von Freizeit und Arbeit gar nicht mehr sieht, weil alle potenziellen Freizeitangebote ja schon sozusagen implantiert sind in der Arbeit selbst, ne? Dass man sozusagen wie in so einer Blase, wie in so einer faktisch da lebt und gar nicht mehr rauskommt. Sehen Sie das als Gefahr, Herr Becker, oder ist es auch nur eher so oberflächlich phänomenologisch gesehen? Nee, ich glaube, die Gefahr ist ganz, ganz eindeutig. Ich meine, was man so bei so Firmen wie Google oder auch Facebook sieht und was ich sehr, sehr spannend finde, ist die hohe Bereitschaft der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, sich untereinander zu organisieren gegen irgendwelche ethischen Standardverletzungen, die in diesen Firmen passieren. Und das bedeutet in meinen Augen, dass dieses Miteinander Tennis spielen und Tischtennis spielen und in die Sauna gehen und ich weiß nicht, was da für Entspannungstechniken mal anders angeboten wird, eben nicht ausreicht. Ja, diese Entspannungstechniken sind ja eine Art von Absorption dessen, was Menschen spontanerweise untereinander machen würden, um Spaß an der Arbeit zu haben, durch wiederum eine Aktivität, die von der Firma angeboten wird. Und damit finde ich das mag im Einzelfall angenehm sein, mal irgendwo mit dem Tischtennisplatte rumstehen zu haben. Aber als Gesamtgeste finde ich es eher gefährlich. Und da finde ich es beruhigend, dass sich die Arbeiter darauf nicht restlos einlassen, die Mitarbeiter nicht restlos einlassen, sondern eben noch andere Formen suchen. Ich denke auch bei Google gibt's dieses Prinzip, einen Tag in der Woche an seinen eigenen Projekten arbeiten zu können. Was zum Beispiel Google Maps kommt daher. Und viele andere Projekte auch, was aber auch zur Folge hat, dass Leute dann noch mehr Freizeit investieren in diese Projekte als davor. Dass auch das Intellectual Property, also der Inhalt dieser Arbeit, Google gehört und sie dann praktisch umsonst für Google mehr und mehr arbeiten. Ansonsten denke ich, dieser Fluss zwischen Privatleben und Arbeit und das alles so und diese Grenzen verschwimmen zu lassen, eigentlich schon als ein bisschen gefährlich in großen Strukturen, weil man doch mehr und mehr Freizeit dort lässt. Ja, deswegen halten wir es eben für sinnvoll, auch unter dem Gesichtspunkt Humanisierung des Arbeitslebens, diese vier Referenzen zu unterscheiden. Mhm. Weil wenn man dann sagen kann, der Sinn, den jemand in der Arbeit findet, der kann durchaus darin bestehen, dass jemand einen Riesenspaß hat, mit bestimmten Produkten, Pizza oder was auch immer, umzugehen. Egal sozusagen in welchen Organisationsstrukturen, die dann möglicherweise sehr unangenehm sein könnten. Ne? Kann aber auch darin bestehen, dass jemand einen großen Spaß daran hat, bestimmte Arbeitsmodalitäten. Wir arbeiten hier in einem agilen Modus, wir machen hier dauernd Design Thinking. Oder eben im Gegenteil, ich kann mich hier auf eine strikte Bürokratie verlassen und niemand stört mich bei meinen Arbeiten, ne? Also auch daraus kann der Sinn resultieren. Der Sinn in der Gesellschaft kann darin bestehen, dass man eine Arbeit macht, von der man relativ stolz nach Hause kommt und seinen eigenen Kindern in die Augen schauen kann, seinen Gatten, seinen Lebenspartnern in die Augen schauen kann, was ich nicht für unwichtig halte, weil daher kommt ja möglicherweise
ein extremer Druck bei sehr vielen Arbeitsaufträgen. Papa, was machst du da eigentlich? Oder Mama, was machst du da eigentlich den ganzen Tag? Also ich bin sehr dafür, auch bei so einem Beispiel, Herr Trunk, wie Sie es jetzt gerade hatten, Freistellung, einen Tag in der Woche, 25% für kreatives Arbeiten, dann zu sehen, dass das nicht unbedingt alles in die Richtung Sinnfindung zugunsten der Unternehmensspitze oder der Unternehmensphilosophie laufen muss, sondern dass das auseinanderlaufen kann. Ja, dass man am Arbeitsplatz, an den Arbeitskollegen, aber auch schlicht und ergreifend daran, dass man es mit einer Technologie zu tun hat, die man mag, Spaß und Sinn findet. Ich meine, was ist der typische sprichwörtliche Mercedes-Arbeiter, Arbeiterin? Ein anderes als jemand, der sich für diesen Mercedes, diesen Daimler leidenschaftlich interessiert. Ne? Und wenn man das tut, und zwar Verbrennungsmotor natürlich, nicht am Hybrid, dann ist einem unter Umständen der Rest drumherum ziemlich egal. Und dann muss ich nicht darauf warten, dass die Geschäftsführung mir mit Sinnangeboten kommt, sondern ich weiß ja, ich habe es mit den und den Schrauben zu tun und ich habe es mit den und den Ledersitzen zu tun und der Motor macht das und das Geräusch und damit bin ich genau da unterwegs, wo ich auch gerne unterwegs sein möchte. Ich meine, während du, Felix, ja relativ von allen Orten der Welt arbeiten kannst, gibt es ja, und das finde ich bei Ihnen gut, Herr Becker, Sie forschen ja vor allem im Mittelstand auch, ne? Also sozusagen die Transformation des Mittelstands, die Digitalisierung. Und wir haben ja vorhin auch gelernt in dem Agile-Modell, also die Mitte ist immer die stabilste. Es kann immer oben und unten sich drehen, aber die Mitte bleibt. Nun haben wir es in dem mittleren Segment in der Gesellschaft ja mit sehr bodenständigen Unternehmen zu tun, die auch eine patriarchische Unternehmertradition haben, wo man sich klassisch vorstellen kann, der studierte Sohn möchte was ändern, der Vater will aber alles lassen. Gleichzeitig sind ja Handwerker manchmal auch noch, wenn sie aus der alten Schule kommen, angenehm, ineffizient, die fahren halt doch eben zu einer alten Dame und drehen der die Glühbirne rein und fahren dann und sagen, das kostet nichts, ja, wo jeder, der von McKinsey sagen würde, sind sie wahnsinnig. Solche Betriebe leben aber genau von diesem Stoffwechsel mit den Menschen. Und geht sowas bei dieser Effizienzsteigerung vor die Hunde, eine gewisse Kultur, die ja auch eine soziale Kultur ist, die mit diesen mittelständischen Handwerksbetrieben zum Beispiel jetzt speziell zu tun hatte? Also ich finde, man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass eine bestimmte Möglichkeit, ich übertreibe das jetzt mal mit den Vokabeln, eine bestimmte Möglichkeit der Kannibalisierung eines Betriebs durch die Mitarbeiter bestehen bleibt. Ja. Die einen anderen Sinn und Zweck in dem Betrieb finden, als der Betrieb für sich selber findet. Man kann auch sagen, mit Michel Serres, einem französischen Philosophen, es muss ein parasitäres Verhalten erlaubt sein. Ein Parasit, das klingt immer so sehr, sehr negativ, aber ein Parasit ist jemand, der unter Umständen einem Gastgeber dabei hilft, bestimmte Prozesse aufrechtzuerhalten, aber einen eigenen Sinn daraus zieht, einen eigenen Profit daraus zieht. Ich glaube, ein Betrieb, der so nach dem Muster der betriebswirtschaftlichen Denke davon ausgeht, dass die gesamte Organisation nichts anderes ist als die Einheit der Sinnsuche aller Beteiligten, der wäre extrem falsch gepolt. Ja, sondern wir brauchen diese diversitätsoffene, diese auch im Streit sich befindende, auch wirklich mit Kannibalisierung rechnende Struktur. Dann ist einigermaßen garantiert, dass die Sache erstens entwicklungsfähig bleibt, auch eine gewisse Effizienz behält, ne, weil Mitarbeiter bei der Stange bleiben. Und zweitens eben tatsächlich verschiedene Sinnangebote gefunden und gemacht werden können und nicht nur eines. Ich meine, Sie sind ja jetzt in Wittenherdecke, das liegt relativ weit im Westen. Wenn ich natürlich an Kannibalisierung der Betriebe denke, denke ich auch an die vielen ostdeutschen Arbeitsverhältnisse in der DDR während der DDR-Zeit. Da hieß es ja, geht alles seinen sozialistischen Gang und dann haben sie sich die Materialien mit nach Hause genommen und damit ihre Datschen gebaut. Wenn Sie heute sozusagen Mittelstand denken, auch jetzt sozusagen als Entwicklungsprojekt, haben Sie da diese Besonderheiten sozusagen des unterschiedlichen Arbeitsbegriffes zwischen West und Ost, der ja auch kulturell tradiert ist über 30, 40 Jahre, ich weiß nicht, ob er überhaupt noch zu Buche schlägt, ist der heute noch relevant, dass man, weil ich kenne einige Unternehmer, die sagen, in Leipzig muss ich dauernd gucken, ob die arbeiten, in meinem Zweigwerk in Baden-Württemberg muss ich das nicht. Sind das noch Klischees oder würden Sie sagen, da gibt es noch kulturelle Patterns, ne?
Also ich kann es für die Breite der Betriebe in Ostdeutschland nicht sagen, aber ich sitze ja gegenwärtig in Dresden. Von daher habe ich schon einen gewissen Blick für den Osten. Und eine unserer Partnerfirmen ist hier in Dresden angesiedelt und ist eine Nachfolgefirma von Robotron. Und ich kann null Unterschied in der Arbeitsmotivation zwischen unseren westdeutschen Betrieben und dem ostdeutschen Betrieb entdecken. Es gibt in beiden, in ostdeutschen wie in westdeutschen Betrieben, gibt es eine Wachheit in der Beobachtung der eigenen Prozesse, einen Reflexionsgrad in der Beschreibung der eigenen Arbeitswirklichkeit, die natürlich für beide Aspekte einen Sinn hat, nämlich wer spielt uns ja nicht wem wie mit und wie kann ich mich selber einbringen in die Prozesse, die ich also nach Ost und West überhaupt nicht unterscheiden kann. Sehr gut. Und du, Felix, ist es ein Unterschied, ob du in Dubai arbeitest oder in London? Hast du auch mit kulturellen... Ja, auf jeden Fall. Ich merke schon größere Unterschiede. Eigentlich eine Frage an Herrn Becker, wie er einschätzt, was ein bedingungsloses Grundeinkommen in der Motivation an Menschen bringen würde. Ist ja eine unglaubliche Frage, ne? Also allein die Frage ist ja schon von einer Brisanz, die unbeschreibbar ist, weil wir ja innerlich zusammenzucken, also ich zumindest zucke innerlich zusammen, weil man denkt, wie kann man denn eine Gesellschaft disziplinieren, wenn die Leute nicht mehr arbeiten müssen? Das ist ja regelrechter, sind dann Zwangs, sozusagen die Arbeitsgesellschaft hat einen Zwangscharakter im Umgang mit den Menschen entwickelt, von dem wir nicht glauben, dass wir ihn wirklich so ohne weiteres verabschieden können, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn ich mir die Finanzierungsmodelle für das bedingungslose Grundeinkommen anschaue, ne, und sehe, dass man mit einem relativ simplen Abbau von Sozialleistungen all diese bedingungslosen Grundeinkommen finanzieren könnte, dass das bloß eine Verlagerung und ein anderes Wording sozusagen wäre, sage ich, natürlich ist das machbar. Ja, natürlich ist das machbar. Und natürlich wäre es außerordentlich interessant und wird auch wahrscheinlich notwendig sein, à la longue, den Leuten alle möglichen Zugänge zu ehrenamtlichen Arbeiten und zu privaten Beschäftigungen zu ermöglichen. Ne? Weil wenn die Automatisierung, die Autonomisierung mal soweit sind, dann brauchen wir viele Arbeiten nicht mehr. Ne? Also das Experiment ist fast gefährlich, ne? weil wir diese Kontrollillusion, wie können wir Leute zwingen, auf jeden Fall 6 bis 8 Stunden am Tag irgendwas Vernünftiges zu tun und nicht auf der Straße rumzuhängen, damit einhergeht. Und wir uns sozusagen einen Ruck geben müssten, so viel Menschenvertrauen aufzubringen, dass wir sagen, ja, die müssen nicht unbedingt in Behörden und Betrieben kontrolliert werden. Ja? Die können auch woanders ihr Leben führen. Und andererseits ist es wahrscheinlich kommen wir gar nicht drum herum, mit solchen Modellen zu arbeiten. Ist ja nicht umsonst, dass halb Kalifornien mittlerweile auch solchen Modellen abschwört und die alle sagen, ja, das ist der Weg der Zukunft. Ja. Ich denke, ein anderer Ansatz ist auch die Reduktion der Arbeitszeit. Zum Beispiel eine 3-Tage-Woche, die auch besprochen wird, und einfach weniger arbeiten zu müssen, um vielleicht auch mehr Menschen Arbeitsplätze zu verschaffen. Auf der anderen Seite, wie wäre das dann finanziell, diese Leute zu bezahlen? Aber ich denke, es gibt natürlich viel mehr darauf hin, dass Arbeitsplätze, ich denke, verloren werden. Es gibt natürlich immer dieses Argument, ja, neue Arbeitsplätze werden kreiert, aber unterm Strich, denke ich, werden schon viele verloren gehen. Aber ich denke immer, diese Angst praktisch, dass Menschen, die nichts mehr zu tun haben, nicht wissen, mit was sie mit ihrer Zeit anstellen zu haben, vielleicht ist es ja auch Teil des Ganzen, dieses menschliche Glück wieder zu finden, wenn ich mir anschaue, wie Menschen in Bergdörfern leben und einfach ihr Leben langsamer leben. Dieser Druck der Schnelligkeit in unseren Städten, die ich überall sehe und alles muss sofort passieren und keiner hat Zeit. Vielleicht ist es einfach auch ein mehr menschlicher Umgang. Ja, da gehe ich rundum mit. Ich glaube, was ein wesentlicher Schritt wäre schlicht und ergreifend differenzierte Arbeitsmodelle anzubieten. Warum haben wir denn diese Vorstellung, dass der Arbeitstag grundsätzlich zwischen 6 und 8 Stunden oder zwischen 8 und 10 Stunden lang sein muss?
Ja, es gibt ja diesen klugen britischen Management-Guru Charles Handy, der mal gesagt hat, wir brauchen ein Kleeblattmodell der Organisation. Ne, bestehend aus 4 Blättern natürlich, ne, also Glücksklee. Gibt es ein Blatt, das ist das Zentrum eines Betriebs, unter Umständen 5, 6, 7, 8 Leute, die wirklich von morgens früh bis abends spät daran arbeiten, viel Geld verdienen und irgendwas durchpushen, was ihren Lebensinhalt bedeutet. Ne, die arbeiten von mir aus 14 bis 16, gerne auch 18 Stunden, je nachdem, wie sie das medizinisch hinkriegen. Und dann gibt es ein zweites Blatt von Managern, die so Koordinationsaufgaben machen, nicht unbedingt im Zentrum der Entwicklung stehen, aber wesentlich sind für das Aufrechterhalten des Betriebs, Controlling, ja, oder solche Dinge. Und die arbeiten 8 Stunden, definiert, ja, verdienen ein bisschen weniger. Und dann gibt es ein drittes Blatt, das sind Leute, die relativ wenig verdienen, aber dafür sicher sein können, morgens von 9 bis nachmittags um 5 nur auftauchen zu müssen und viel Zeit für anderes haben. Für ihre Vereine, für ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten, für ihre Familien und so weiter und so fort. Und das vierte Blatt wären dann Leute, die stundenweise anheuern. Ne? Weil sie sagen, also ne, meine Miete muss ich mal wieder bezahlen. Wo ist hier irgendwo, haben wir ja mittlerweile alles auch, wo ist ein Arbeitsangebot, das es mir ermöglicht, eine Woche lang jeden Tag 3 Stunden zu arbeiten, dann habe ich das Geld, was ich brauche und dann verabschiede ich mich wieder. Ne? Warum arbeiten wir nicht und warum denken Gewerkschaften nicht viel intensiver über solche differenzierten Arbeitsmodelle nach und Bezahlungsmodelle nach, die den Leuten eine Option lassen, ne? Und nicht dieses Lebensarbeitsmodell, an dem wir, glaube ich, immer noch hängen, immer in die Welt setzen. Aber funktioniert dieses Kleeblattmodell nicht nur unter der Voraussetzung, dass wir sagen, qualifizierte Arbeit ist eine knappe Ressource. Also das ist jemand, der einfach super ausgebildet ist, kann jederzeit in einem Jobcenter, nicht im Jobcenter, aber in so einer Jobagentur dann irgendwo reingehen. Die Frage ist aber, wenn man zum Beispiel hört, dass angeblich 20% sämtlicher Arbeiten in also grob gesprochen in der Welt Fahrer sind, also Autofahrer, irgendwelche Leute, die irgendwas transportieren von A nach B und dann das Modell mit Tesla zum Beispiel selbstfahrende Autos macht. Diese Leute kann man nicht alle zu Programmierer umbauen. Was passiert mit den Menschen, die sozusagen eigentlich die niedrigen Dienstleistungen machen? Wie kann man die sozusagen mitnehmen in diese Transformation, in diese große? Ne? Das ist ja die Frage, die wahrscheinlich auch bei Ihnen eine Frage sein wird. Da, wo es nach unten sehr viele niederqualifizierte Arbeit ist, wie kann man die mitnehmen? Ne? Ja, also das weiß ich nicht. So viel Gabelstapelfahrer brauchen wir natürlich nicht, wieder freigesetzt werden. Also das kann ich nicht beantworten. Ich kann nur Leuten folgen, die darauf hinweisen, dass die Entwicklung der Arbeitsmärkte bisher immer dramatische Freisetzungseffekte hatte, aber auch Substitutionseffekte. Mhm. Dass es Erfindungen von Jobs gibt, die dann was taugen. Und ne, wenn Sie haben, Herr Oehler, eben den Sozialismus zitiert. Ich meine, der Sozialismus ist im Wesentlichen eine Form der Arbeitsvermittlung gewesen. Ne? Behörden und Betriebe sind hochgezogen worden, um tatsächlich Leuten ein Zuhause zu bieten, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Die haben das, also im Osten war ja sogar die Redewendung, wir gehen jetzt heme. Ne? Das hieß, wir gehen in unsere Büros. Also die Leute wurden beschäftigt mit irgendwelchen Scheinjobs, für die ich überhaupt nicht plädiere, aber dass man grundsätzlich darüber nachdenken kann, welche Art von Jobs wo nötig sind, beispielsweise, also wenn ich jetzt an die Polizeimodelle in den USA denke und an den Versuch, Schulen nicht mehr unbedingt durch Polizisten, sondern durch Sozialarbeiter bewachen zu lassen, ja, also Defunding Police ist ja die große Strategie, die da gefahren wird in manchen Städten, Minneapolis und so. Also wir sollten auch gerade durch die öffentliche Hand ein bisschen einfallsreicher sein in der Frage, welche Jobs wir zu vergeben haben. Bevor ich jetzt die Runde öffne, hätte ich noch einen kleinen Aspekt gerne ins Spiel gebracht, und zwar die Frage des Konsums. Der Felix hat mir im Vorgespräch erzählt, das sogenannte Metaverse des Herrn Zuckerberg hat zum Beispiel die Utopie, dass die Leute gar nicht mehr
bei Amazon Schuhe kaufen und sie sich dann für teures Geld mit den Päckchen hierher schicken lassen, und das alles natürlich umweltschonend ist das alles nicht, sondern die fangen an, ihre Ataware einzukleiden. Also sie haben eine virtuelle Figur und statten die aus, wie wir früher die Tamagotchis gefüttert haben. Ich weiß nicht, ob sich noch jemand an die erinnert. Also man hat sozusagen ein alter Ego im Netz, für das man konsumiert. Das hätte natürlich die ökologische Folge, dass nichts mehr verschickt wird, sondern wir haben dann die werden gleich vor Ort eingekleidet, nämlich im Netz. Ist das wirklich dann sozusagen Bullshit-Arbeit, oder würden Sie sagen, das ist vielleicht sogar die Lösung, dass man Ressourcen spart, die Umwelt schont und den Kauf- oder Konsumzwang, den die Leute mittlerweile wohl verspüren, dann doch sozusagen freien Lauf zu lassen? Naja, ich würde fürchten, dass es ein zusätzlicher Konsum ist und kein ersetzender Konsum ist. So ähnlich wie jetzt der Verkauf von Katzenfutter und Hundefutter durch die Decke geht, weil die Leute sich in der Pandemie alle irgendwelche Haustiere zulegen, ja. Ersetzt das ja nicht den anderen Konsum, ne, sondern es kommt dazu. Und so würden wir auch unsere Avatare ausstatten. Ich glaube nicht, dass das irgendeinen Charakter, irgendeine Lösung hat. Ja, wir würden gerne jetzt, wenn jemand aus dem Forum gerne etwas sagen wollte, entweder können wir sich per Chat beteiligen und ich lese es dann vor, oder Sie könnten sich natürlich auch direkt einschalten. Und gibt es eine Frage jetzt in die Runde oder einfach? Nein, sondern ein Kommentar, Anmerkungen, Berichtigungen, Empörungen, alles, was wir jetzt gesprochen haben. Gibt es einen Aspekt, den wir übersehen haben, wenn wir über Nachhaltigkeit und Arbeit reden? Haben wir was vergessen im Bildungsbereich oder was weiß ich? Ne? Okay, danke. Dann schmeiße ich einfach rein, was mir vorhin aufgefallen ist. Ich habe tatsächlich ein bisschen vermisst, dass Frithjof Bergmann mal zitiert worden wäre mit seinem Begriff der New Work, der ja vor langer Zeit, wie die Autoindustrie in Amerika ihre erste Delle hatte, ja versucht hat, mit Menschen, die neue Jobs brauchten, in die richtige Richtung zu dirigieren, und die Frage gestellt hat, was ist es, was ihr wirklich, wirklich wollt? Und diese Frage, denke ich, wird uns begegnen, wenn wir uns mit der Veränderung von Jobs weiter beschäftigen. Und hat sowohl, es ist eine Aufgabe, die wir erfüllen müssen, wenn es ums bedingungslose Grundeinkommen geht, weil ich denke, um jetzt das aufzunehmen, was Herr Becker auch gesagt hat, dass die Frage, wie wir uns beschäftigen, etwas ist, was wir kulturell auch klären dürfen und müssen. Es ist eine Frage, die wir uns lange nicht stellen mussten, weil Arbeit uns definiert hat, auch in unserer Zugehörigkeit. Ich finde, es ist ein soziologisches Phänomen, was wir wenig bearbeiten, was, glaube ich, sehr dringlich ist, weil Arbeit mich auch als gesellschaftliches Mitglied definiert hat bisher oder, sag mal, immer noch. Und ich ganz viel Zugehörigkeit und Rolle damit erhalte, als einen sozialen Kit auch. Mhm. Und in dem Moment, wo ich über Arbeit nicht mehr teilhaben kann, das merken wir an vielen Arbeitslosen, geht vor allem ein Gesellschaftsgefühl flöten. Und zwar unabhängig davon, ob ich mich jetzt langweile oder nicht, unabhängig davon, ob ich das jetzt cool finde, dass ich gerade nichts tun muss oder nicht, sondern es ist etwas, was so oder so mein Mitglied innerhalb eines sozialen Gesellschaftsgefüge definiert. Und da fehlt mir, oder da kann ich nur sagen, da bin ich gespannt, wie wir diesen kulturellen Raum bespielen und auch mit entsprechenden Werten versorgen. Das ist jetzt eine Frage, die ich tatsächlich offen in den Raum stelle. Ich habe mich selber ein paar Jahre damit beschäftigt, weil ich den Luxus hatte, eine Zeit lang quasi von Gesparten zu leben und mir wirklich überlegt habe, so was ist denn jetzt zu tun? Was will ich tun? Das heißt, ich habe den großen Luxus gehabt, ohne wirtschaftlichen Druck mir zu überlegen, welche Rolle möchte ich spielen? Und ich habe schon sehr viel gearbeitet in meinem Leben, bin überhaupt nicht fixiert auf eine bestimmte Tätigkeit. Ich habe nur festgestellt, das, was ich brauche, mit egal, was ich tue, ist gesellschaftliche Anerkennung, weil in dem Moment, wo ich nicht Geld verdienen musste, mir auch diese Möglichkeit der Entkopplung von Leistung und Lohn erst so richtig bewusst wurde. Und im Ehrenamt, das wissen Sie vielleicht auch aus eigener Erfahrung, ist die Anerkennung nochmal eine andere.
und oft also nicht so hohe. Das heißt, der ganze ehrenamtliche Bereich wird ja, der ist wichtig, aber wird ja dann doch eher belächelt, so wie wir Pflegeberufe zu schlecht bezahlen, obwohl sie genau diese wichtige Menschenarbeit tun. Und so, jetzt komme ich langsam zum Schluss, sorry, weil Sie merken, ich meander auch so ein bisschen. Ich würde mir wünschen, wenn wir es schaffen, also gesellschaftliche Paradigmen wieder so hoch zu hängen, dass wir sagen, es ist normal, zum Beispiel ein soziales Jahr zu machen. Es ist normal, sich immer wieder in die Zivilgesellschaft auszudrücken, gerade jetzt in Verbindung mit bedingungslosen Grundeinkommen. Das heißt, Bedingungslosigkeit nicht komplett über unsere Gesellschaft zu packen, sondern uns zu überlegen, was hält uns denn tatsächlich als Gesellschaft zusammen? Arbeit ist ein ganz, ganz großer Bereich der Werteorientierung und der mich als einzelnes Wesen innerhalb einer Gesellschaft zu spüren. Und da wir jetzt die großen Kirchen nicht mehr haben, die uns da eine Zeit lang geholfen haben, braucht es zu einem politischen Rahmen, denke ich, auch einen soziokulturellen, der uns da ein bisschen mehr schärft in unserem Zusammenbewerten. Ja, ich würde da rundum mitgehen und ich erinnere mich auch an die Lektüre von Bergmanns Schriften, tolle Sachen. Es gibt eine ganze Reihe von Arbeitssoziologen, die über New Work unter verschiedenen Labels nachgedacht haben, was immer darauf hinausläuft, den Erfahrungswert von Arbeit herauszustellen und die Autonomie der Bestimmung des Sinns von Arbeit wieder zurück an die Arbeiter und an die Arbeiterinnen zu geben und nirgendwo anders gleichsam zuzulassen. Also es kann nicht sein, dass die Betriebsführung oder dass die Gewerkschaftsführung sich für die Sinnstiftung zuständig erklären. Das wäre genau das Gegenteil von all dem, was in diesen Schriften sinnvollerweise überlegt wird. Und deswegen wäre ich auch nach wie vor der Auffassung, dass es darauf ankommt, über die Differenzierung von Arbeitszeitmodellen nachzudenken, dass es darauf ankommt, über verschiedene Wertigkeiten von Arbeit nachzudenken, nicht um zu sagen, ehrenamtliche Arbeit ist per se toll, sondern eher in so einer Art Kommunikationsstrategie, die so viele Beispiele für verschiedene ehrenamtliche Tätigkeiten aufführt, dass die Leute einfach merken, ja, das ist eine Option. Ich könnte ehrenamtlich arbeiten, aber dann bin ich derjenige, der für sich den Sinn in der ehrenamtlichen Tätigkeit gefunden hat. Und es wird mir nicht von irgendjemandem paternalistisch gesagt, dass auch das Ehrenamtliche gut ist. Ich erinnere mich daran, nur so als kleines Beispiel, wir haben eine Zeit lang in der Schweiz gelebt mit der Familie und unser Sohnemann stand kurz davor, die Matura, also das Abitur zu machen. Und wir wurden dort zu einer Elternversammlung zitiert, im wahrsten des Wortes. Und da sagten uns unglaublich tolle Lehrer, abgesehen davon, sagten uns, wissen Sie, es gibt auch ein menschenwürdiges Leben, wenn Leute nicht studieren. Ja, die Schweiz ist ja bekannt dafür, dass, ich glaube, der Anteil der Akademiker an allen Menschen, die ausgebildet sind, nicht mehr als 25% sind. Bei uns sind es, glaube ich, 43% oder 44%. Wir wurden regelrecht ermutigt, uns ein Leben unseres Kindes vorzustellen, ohne dass dieses Kind zur Universität geschickt wird. Ja, das war natürlich ein paternalistischer Move, aber es hat uns auch darin unterstützt, das Rumsuchen des Sohnes, was könnte ich machen? Also erstmal auch es auszuhalten und zweitens für sinnvoll zu halten. So, und darauf würde ich immer wieder zurückkommen wollen. Wie können wir das Angebot an sinnvollen Arbeitsmöglichkeiten, Lebensmöglichkeiten so strukturieren, dass die Leute von sich aus auf die Idee kommen, dies ein oder andere für sich dann als Lebensmodell wählen zu wollen? Genau, das war ja im Sozialismus nicht der Fall, ne, sondern da war ja klar, wer was für sinnvoll zu halten hat. Felix, keine sehr gute Antwort, Frau Brüsch, aber mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Danke. Ich würde vielleicht auch dazu hinzufügen wollen, dass das Geben vielleicht mehr Glück bringt an Menschen als nur das konstante Nehmen. Und das gesellschaftlich, ich natürlich auch sehe, dass dieses Ehrenamtliche weniger Ansehen hat, aus welchen auch immer Gründen. Und es hat auch zu tun mit dieser ganzen Arbeit des in irgendwelchen Care-Sektoren, also Krankenschwestern bis Lehrer bis dorthin.
einfach aus der Bezahlung schlecht ist und daher man auch vielleicht in der Hierarchie der Gesellschaft weiter unten ist. Mit Dingen wie bedingungsloses Grundeinkommen, ich denke, es könnte sehr gut sein, dass es eine Umstrukturierung dieser Werte gibt. Vielleicht auch, dass Menschen mehr nach ihrem eigenen Glück suchen und wie wir das finden. Und ich denke, dass das gesellschaftlich dieser Zusammenhang mehr und mehr verloren geht in diesem überkapitalistischen Status, den wir jetzt gerade haben. Vielleicht einfach mehr in alte Werte wieder zurückgehen, eine Nachbarschaft zu haben, seine Nachbarn zu kennen und sich vielleicht auch darum zu kümmern, wie es im Hauseingang aussieht oder andere Dinge, weil einfach auch Zeit dort da ist, weil nicht jeder in dieser Hetze die ganze Zeit ist, wo kommt meine Miete her, wo kommt mein Essen her. Ich denke nicht, dass alles nur verloren wird und auf einmal die Menschen nur auf der Straße stehen und nicht wissen, wohin damit. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass es einen wirklichen Umbruch in der Gesellschaft auslösen könnte und auch zum Guten. So ist es. Der Weltenbummler hat Sehnsucht nach Nachbarschaft und der von Nachbarschaft umstellt ist, möchte gerne in die Welt. So ist es ja immer. Aber nochmal zur Frage der Schule. Es kam gerade eine Frage rein und zwar, die ist interessant. Wie schätzen Sie die Organisationsstruktur unserer Schulen ein und welche perspektivischen Möglichkeiten sehen Sie im Horizont von Nachhaltigkeit? Herr Becker wahrscheinlich, weil... Also in den Schulen ist ja schon vieles Angenehmes passiert, eigentlich schon seit 80, 90 Jahren. Wir haben ja diese berühmte Dauerauseinandersetzung zwischen Frontalunterricht und Projektunterricht. Der Projektunterricht ist tatsächlich 80, 90 Jahre alt, verbunden mit Namen wie Montessori und Pestalozzi und Rudolf Steiner und so weiter. Ich glaube, dass eine Organisationsstruktur einer Schule, die so lose gekoppelt von Hierarchie wie irgend möglich und so projektnah wie irgend möglich ist, sehr viel an Entdeckungschancen für die Schüler, die Schülerinnen bedeuten würde, ihre jeweiligen Vorlieben herauszufinden. Das können ja in der Tat Vorlieben für einen Lerngegenstand sein, das können Vorlieben für das Arbeiten mit Menschen sein, das können Vorlieben für komplexe, aber möglichst schnell zu erledigende Zusammenhänge sein. Also ne, wer weiß denn schon im Alter von 10 bis 12 Jahren, worin seine oder ihre wirklichen Leidenschaften bestehen. Die einen können sich ein 8-stündiges Üben pro Tag am Klavier vorstellen, die anderen treiben sich am liebsten in einem Viertelstundenrhythmus durch die Gegend, was ja für Netzwerkarbeit durchaus sinnvoll sein kann. Also Schulen müssen viel offener sein, um verschiedene Zugänge zu Lerninhalten für die verschiedenen Temperamente ihrer Schülerinnen und Schüler und übrigens auch für die verschiedenen Temperamente ihrer Lehrerinnen und Lehrer bereitzustellen. Was das mit Nachhaltigkeit zu tun hat, keine Ahnung. Es gibt ja einen Begriff für Nachhaltigkeit, der mir eigentlich immer am besten gefällt, der aber etwas polemisch ist, nämlich eine Organisation ist dann nachhaltig, wenn sie für eine, ich zitiere jetzt mal Herrn Trunk, für eine erfüllte Bereitschaft ihrer Mitarbeiter und auch ihrer Klienten sorgen kann, weiter dabei zu sein. Also wir haben an der Universität in Witten natürlich auch Nachhaltigkeitsstrukturen und Programme entwickelt und alle Professoren wurden gefragt, was müssen wir für Nachhaltigkeit tun? Und ich sage, es gibt nur eins, was wir für Nachhaltigkeit wirklich tun können und müssen, nämlich eine ordentliche Mittelbau bzw. Nachwuchsausbildung zu machen. Ja, und dann nebenbei auch dafür zu sorgen, dass irgendwie der Energiehaushalt in einem kreislaufwirtschaftlichen Sinne reflektiert werden kann. Aber zentral ist, sozusagen die Leute bei Laune zu halten. Ne? Und zwar in einem jetzt wieder planetarischen Sinne, mit all der Verantwortung, all der Ethik, all der Reflexion, die sie mittlerweile mitzubringen bereit sind, bei Laune zu halten. Ja, das würde ich für eine nachhaltige Schulstruktur halten. Ja, noch eine Frage von irgendwoher. Also ich meine, wir haben im Prinzip kann man bei so einem Prozess, wäre es albern, ein Schlusswort zu sprechen, weil Nachhaltigkeit ist ja sozusagen etwas, was man nicht sozusagen bestimmen kann. Man kann nur die Fühler danach ausstrecken. Und ich glaube, man sieht schon diese ungeheure Dynamik, die in dieser Transformation steckt. Und die Frage ist halt, welche Strukturen
Die Frage wäre, ändern sich die Strukturen sozusagen auch mit den Ideen oder halten wir vielleicht manchmal zu sehr an Strukturen fest und hemmen die Nachhaltigkeit? Aber wenn ich Ihren Arbeitsbegriff, Herr Becker, sehe, sehe ich die Gefahr nicht so groß, dass wir uns sozusagen da selber blockieren, sondern die Herausforderung der Zeit, die zeitigt dann auch die Entwicklungen in den Organisationen, ne? Es gibt diese Organisation um sich selbst willen, von der immer die Rede ist, Beamtenapparate, die gibt es doch eigentlich gar nicht mehr so. Ist das ein Mythos oder würden Sie sagen, nö, nö, das gibt schon? Naja, ein bisschen davon ist ja auch gut. Also ich möchte nicht in ein Krankenhaus gehen, in dem Leute arbeiten, die nicht im Wesentlichen damit beschäftigt sind, dieses Krankenhaus aufrechtzuerhalten. Ja. Und auch wissen, warum sie das tun. Ich möchte auch nicht unbedingt einen Führerschein von Leuten bekommen, die nicht sagen, die nicht wissen, wie eine Führerscheinbehörde funktioniert. Eine gewisse Selbstreferenzialität in diesem missverständlichen Sinne des Wortes, also eine bestimmte Form des Stolzes auf die eigenen Prozesse, die eigenen Konventionen, die eigene Geschichte, die eigene Zielsetzung halte ich schon für sinnvoll. Aber bitte immer im Zusammenhang, das nicht für eine sozusagen Meta-Idee der einzelnen Mitarbeiterin halten zu müssen. Mhm. Mir wäre es wichtig, erstens für die Vielfalt von Arbeitsmodellen zu werben, zweitens für die Abweichungschancen von jedem Mitarbeitenden, von welcher Sinnstruktur auch immer, zu sorgen. Und drittens genau darin dann eine evolutionäre Offenheit in der Entwicklung von Gesellschaft, Betrieb, Behörde und Mensch zu sehen. Ich würde vielleicht auch noch dazu sagen wollen, ich denke, dieser Druck an Effizienz hat auch viel mit dem zu tun, dass wir auf der einen Seite weniger Arbeitsplätze haben und auf der anderen Seite viel mehr Stresser in verschiedenen Arbeitsplätzen. Ich denke auch, dass viele Positionen viel zu wenige Menschen haben. Dann kommt dann natürlich der Druck und der Stress auf der einen Seite und auf der anderen Seite weniger Arbeitsplätze, die frei sind. Und dieser konstante Wahn fast an Effizienzsteigerung und Kostensparen eigentlich sehr zum Detriment von vielen Leuten ist. Weil jeder viel härter arbeiten muss und daher viel weniger Arbeitsplätze auch sind auf der anderen Seite. Und wir sind viel effizienter als jemals zuvor. Doch gibt es viel mehr Leute, die gestresst sind, komischerweise. Und das kann ich mir nur in dieser, ich denke, das stammt vom Kapitalismus getrieben, dieser Wahn der Effizienzsteigerung. Ja. Aber dem haben wir jetzt etwas entgegengesetzt, indem wir heute Abend gezoomt haben. Genau. ohne ein zentrales Ergebnis, sondern wie Sie gerade so schön gesagt haben, wir öhlen eine offene Diskussion mit offenen Ergebnissen. Das ist eigentlich eine herrliche Form von Verschwendung, die wir hier betrieben haben. Ja, genau. Aber wir haben der Zukunft kurz in die Speichen gegriffen. Jetzt tun uns mal die Finger weh, aber es war halt so. Ne? Wir danken, also ich danke sehr herzlich, dass ihr alle dabei geblieben seid und das Projekt geht weiter nächstes Jahr und wir werden, schauen Sie immer mal bitte wieder auf die Homepage der Guardini Stiftung, da machen wir viele solche Projekte und ich danke also herzlich für allen Teilnehmern und wünsche noch einen schönen Abend. Ne? Dankeschön für alles. Ja? Vielen Dank und alles Gute. Ja, Ihnen auch. Guten Abend alles. Auch von mir. Danke, tschüss. Ciao. Guten Abend, ciao.